Hallo liebe Leute, Julia Koloda hier von der Evangelischen Stadtakademie. Ich bin sehr froh und sehr aufgeregt, Konrad Amber mit euch kennenzulernen. Wir kennen uns nämlich auch noch gar nicht. Konrad Amber, was mir aufgefallen ist beim Lesen seiner Homepage, ich finde, der hat so eine Leidenschaft der alttestamentarischen Propheten, wenn es darum geht, um die Balance zwischen Mensch und Natur herzustellen oder das wieder in richtiges Verhältnis zu setzen. Mensch und Natur. Konrad Amber ist ein Naturfotograf, Autor, Schriftsteller, ein sehr kreativer Mensch. Ich würde sagen, wir gehen gleich zu dir, lieber Konrad. Du bist am 26.01., wenn wir Glück haben, in Präsenz in der Stadtakademie in München oder per Zoom zugeschaltet. Dein Seminar oder dein Vortrag heißt, muss ich spicken, Wald, Mensch, Natur. Wie ein Naturwald als Ökosystem funktioniert. Warum ist das wichtig für uns zu wissen, wie der Wald als Ökosystem funktioniert? Was bedeutet uns das? Ja, zunächst einmal auch ein Hallo in die Runde. Ich freue mich sehr, dass ich da tätig sein darf. Zu der Frage, wir vergessen sehr oft in allem unserem Tun und Streben, dass wir Teil der Natur sind, dass wir einfach Teil dieser Welt sind und deshalb viel mehr natürliche Bezüge hätten, als wir es oftmals glauben. Wir können vom Wald, weil es ja das komplexeste Gebilde auf unserer Welt ist, das komplexeste Ökosystem unserer Welt ist, da können wir sehr, sehr viel schauen, lernen, für uns Gutes tun, abgesehen davon, dass wir den Wald auch nützen, meinetwegen mit Holzeinschlag oder mit Erntung. Und trotzdem ist der Wald für uns lebenswichtig. Ohne Wald könnten wir auf unserer Welt nicht leben. Wir hätten viel zu wenig Sauerstoff. Der Wald filtert natürlich auch, hat auch klimatisch eine Bewandtnis. Also ganz, ganz wichtig. Und je weiter der Weg ist, umso romantischer und umso verklärter sehen wir ihn. Aber tief in uns haben wir alle eine Sehnsucht nach Natur, nach unverbrauchter Natur, die uns einfach gut tut, die wir zum gesunden Leben brauchen. Und in meinem Vortrag versuche ich das oft darzustellen, was da alles draußen passiert in diesem komplexen System und was wir davon haben, beziehungsweise was wir daraus lernen können. Das ist manchmal auch schon längst vergessenes Wissen. Das sind aber auch zum Teil sehr neue, spannende wissenschaftliche Erkenntnisse. Das alles zusammengemischt sollte uns zum Nachdenken bringen, letztendlich auch zum achtsamen Umgang mit der Natur, denn alles, was wir ihr antun, damit schaden wir uns selber. Und diesen Zusammenhang müssen wir wieder neu erkennen und lernen, damit umzugehen. Mhm. Unser Platz in der Natur, unser Zusammenhang mit der Natur wieder zu erkennen, ja, wieder, was wir vielleicht so oft vergessen. Du machst auch du gibst auch Ideen zu einer Naturgestaltung der unmittelbaren Umgebung, unserer Lebensumgebung, nicht wahr? Ich komme so oft bei uns hier im Viertel auch durch die Straßen und sehe in den Gärten so ganz mit Steinen zugeschüttete Gärten. Und was meinst du, würde das nicht auch auf der Seite von der Stadt zum Beispiel, also stadtentwicklungspolitisch, bräuchte da nicht auch bestimmte Vorgaben, dass wir zum Beispiel sowas nicht machen dürfen? Oder würdest du auf die individuelle Aufklärung setzen? Naja, eigentlich ist beides der Weg und wahrscheinlich so die Balance dazwischen. Denn in einigen Bundesländern, auch in der Schweiz, im Kanton oder in Österreich, sind ja zum Teil diese Schotterflächen verboten. Man sagt ja fälschlicherweise auch Schottergärten dazu, das hat ja mit Garten nichts zu tun. Und die Menschen glauben damit, einfach weniger Arbeit zu haben, was ja per se nicht stimmt. Die brauchen einfach mehr Gift und Laubbläser und so weiter, um das eben sauber zu halten. Und das zeigt uns auch, wie stark diese Menschen von der Natur weggekommen sind. Die glauben, damit etwas Richtiges oder Gutes zu machen. Und ja, zu der eingangs gestellten Frage, ich mache sehr viel Selbstexperimente, nicht nur mit mir, sondern in meinem Garten, in der Umgebung.
beobachte das, schau, wie viel Schmerzen bringt mir das beispielsweise, wenn ich nicht mähe. Manche Menschen brauchen eine Ordnungswut oder einen Ordnungssinn und die müssen dann sehr viel nähen und schnipseln. Viele Menschen gehen nur dann in den Garten, um ihre Pflichten zu erfüllen, um Arbeit zu machen und ertragen das gar nicht, dass sie die Natur einfach für sich bleiben lassen und das nur beobachten. Das mache ich zum Teil und ich sehe, wie sie es besser macht. Das schaut für uns manchmal wild aus, das schaut für uns ungeordnet oder unsauber aus, aber genau so gehört Natur und genau so ist sie wirksam für uns. Ein Rasen und eine Tüllenhecke hat mit Natur ganz wenig zu tun und die sorgt nicht dafür, dass wir gesund bleiben, beispielsweise. Also unser Ordnungszwang und unser Ordnungsdrang, unser Drang zur Sauberkeit und zur Beherrschung der Situation vernichtet Natur. Und dabei vernichten wir ganz viele Arten, die für uns scheinbar gar nicht wichtig sind. Das sind, es gibt immer noch dieses Unwort Unkraut. Nur weil ich eine Pflanze nicht kenne, nenne ich es Unkraut. Das ist schon eine ziemlich arrogante Ansicht zur Natur. Jede hat eine Bestimmung, jede hat einen Zweck. Und ich kann nur sagen, eine Brennnesselhecke hier im Garten ist viel, viel wertvoller wie jeder designte Rasen. Und das müssen wir wieder lernen, dass Dinge, die wir vielleicht nicht so beherrschen und nicht so kennen, dass die viel, viel wichtiger sind für uns, als wir glauben. Diese ganzen Zusammenhänge sollten wir verstehen oder zumindest akzeptieren, dass die da sind. Und deshalb ist eben dieser aus irgendwelchen wirtschaftlichen Gründen meistens aufgezwängte Drang nach Sauberkeit und Ordnung, der schadet uns einfach. Das ist auch unser, das ist ja unser Drang zu gestalten, unsere Umwelt, ja, die ja nicht per se schlecht ist, weil ohne Gestaltung würden wir nicht in den Städten leben. Ja. Das ist absolut richtig und auch wir brauchen natürlich, wenn die Hecke in den Straßenraum wächst, dann gehört die zurückgeschnitten. Wenn der Baum gefährlich groß wird und Altholz hat, gehört er eingekürzt. Wir müssen natürlich in engen Lebensräumen auch mit sorgfältigen Eingriffen in der Natur zurechtkommen, ganz klar, in den Städten speziell. Aber warum glaubt man, dass ein Haus keine Grünfassade haben soll, dass die Architektur wichtig ist wie die Grünfassade? Mhm. Oder warum meint man, dass eine ungeschnittene Hecke gleich Wildnis und Unbeherrschtheit hat? Also da gehören viele Dinge zurechtgerückt. Wir sind da viel weit in dieses Ordnungssystem abgekommen, dass man nicht falsch versteht. In meinem Büro oder in meiner Küche habe ich Ordnung und Sauberkeit, weil es mir einfach wichtig ist. Bäume, die durcheinander wachsen. Es wächst da in meinem Büro tatsächlich ein Efeu-Ranke herein, die lasse ich leben, die gefällt mir auch. Aber die Natur draußen, die muss nicht so sauber und aufgeräumt sein wie eben mein Büro. Und das gehört unterschieden. Ja, das ist ja auch witzig, wie unterschiedliche Länder bestimmte unterschiedliche Standards dafür haben. Ja, als ich 95 nach Deutschland gekommen bin, ich bin aus der Ukraine eingewandert, da ist mir aufgefallen, wie unglaublich ordentlich und dadurch auch leider so ein Hauch der Sterilität ja über die deutschen, über den deutschen Städten so weht. Ja, natürlich mit dieser ganz genau und hier der Rasen und hier der Baum zurückgeschnitten und hier. Es ist sehr ungewöhnlich, wenn man woanders gelebt hat und dann nach Westeuropa kommt. Ich glaube, das. Das erlebe ich übrigens auch auf meinen Reisen in vielen Regionen Europas, dass da manchmal der Unterschied schon anders ist. Und wenn ich hier, in meiner Nachbarschaft ist die Schweiz, wenn ich sehe, in der Deutschschweiz, also da, wo Deutsch gesprochen wird, herrscht ein ähnlicher Geist wie bei uns. Wir sind hier die Alemannen und die Sauberkeitsfanatiker und die mit den geraden Hecken. Komme ich aber in die französische Schweiz oder in die südliche Schweiz, wo man Italienisch spricht und lebt, dann ist das viel, viel lockerer. Also das ist von der Kultur her auch geprägt. Ja, offensichtlich. Ja. Und du reist viel und sammelst du Ideen zur kreativen Stadtgestaltung? Das machst du und dann gibst du das weiter an Individuen und Stadtplaner?
Oder wie schaut deine Arbeit aus? Ja, also die ist ja sehr vielfältig. Du hast vorher erwähnt, der Autor, der Buchautor, ich neige so zum Sammeln und zum Schreiben, der Naturfotograf, der genau beobachten muss. Und aus diesem ganzen Wissenschaft her mache ich viele Beratungen und Vorträge. Und bei den Beratungen sind es zunächst auch Naturgärten, Gründächer, speziell auch Grünfassaden. Aber ich spaziere oftmals mit Verantwortlichen durch die Städte, mit Bürgermeistern beispielsweise, mit Stadtplanern, weil ich als Außenstehenden so nicht diesen Tunnelblick habe. Mhm. Da zeige ich Flächen auf, die man entsiegeln sollte. Parkplätze zum Beispiel. Kein Parkplatz muss versiegelt sein. Da könnte überall Regenwasser verdunsten oder eindringen. Da könnten Grünflächen sein. Das kann man ja geschickt machen. Und wo gehören Bäume hin, die naturgemäß ganz, ganz wichtig sind für das Stadtklima? Und da wird oftmals so in alten Gedanken und alten Schemen gedacht. Beispielsweise sagen sie, ja, da unten sind Leitungen. Dann sage ich, ja, dann verlegt die Leitungen. Keine Leitung muss gerade laufen, machen wir einen Bogen herum und setzen da den Baum. Der Baum lebt 200 Jahre. Die Leitung muss nach 50 Jahren eh erneuert werden. Also da sind so unterschiedliche Prioritäten. Mhm. Und die versuche ich aufzulösen, denn warum muss mir eine Gasleitung, die vielleicht in 10 Jahren schon verboten ist, warum muss man die vorgeben, wo der Baum lebt? Ist ja ein Unding. Der Baum lebt da vielleicht 200 Jahre und die Leitung 10 Jahre. Also muss ich da die Werte verschieben. Und da mal dieses Denken anzustoßen, das scheint mir wichtig. Das geht auch oft. Und da ist mir eben die Natur der große Lehrmeister dazu. Es wird ja auch Zeit. Unsere Städte heizen sich unglaublich auf. Wann, wenn nicht jetzt, ja? Genau. Also es heißt ja so, der geflügelte oder dieser Spruch, der bekannt ist, wir sind die Ersten, die die Klimaveränderung erleben. Und die Letzten, die sie wirklich ändern können. Und gerade Menschen in meinem Alter, in meinem Jahrgang, die gehören zu den Verursachern durch ihren Lebensstil, durch diesen Ressourcenverbrauch. Ich lebe beispielsweise seit 60 Jahren fleischlos, gesund, ich habe keine einzige Vorerkrankung und zeige damit, es geht. Wir brauchen das Fleisch nicht. Klar schmeckt es gut und manche mögen auch Fleisch, alles gut, aber wir brauchen es nicht, um gesund zu bleiben. Jetzt stelle ich mir vor, wenn wir nur 20 oder 30% weniger Fleisch essen, können wir die Umwelt extrem entlasten und etwas beitragen. Das ist doch kein Problem, an 2, 3 Tagen in der Woche auf Fleisch zu verzichten. So einfach wären manche Maßnahmen. Oder dass ich eben zum Haus, in den Garten, zur Straße Bäume pflanze. Auch das wäre ganz, ganz einfach manchmal. Man muss es halt einfach tun. Mhm. Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Ich danke dir sehr. Ich freue mich sehr auf dich. Am 26.01. bist du entweder in der Stadtakademie in München oder persönlich geschaltet mit deinem Vortrag. Vielen Dank, das war Konrad Amba und Julia Koloda. Wir sehen uns bald. Ciao.